Ja, hallo Freunde, willkommen zurück bei SteamWorld Dig 2 hier bei Wolpertinger LP. In der letzten Folge sind wir noch hier hochgeklettert zu dieser Raketenlady und ja, schauen wir mal, was die von uns will. Ja, wir sollten ja, wir waren ja in dieser Abwasser, in der Kanalisation irgendwie unten und die haben irgendwas von einem Bot, der schlauer ist, gesprochen und dann hieß es, ja, geh mal da hoch. Und ja, sie sieht ja schon ein bisschen, naja, wenn die hier Raketen baut, schauen wir mal. Wow, die Rakete sieht echt hammermäßig aus. Naja. Ist okay. Bisschen klein. Wobei, gut, die steht vielleicht weiter weg, ne? Das könnte natürlich schon sein. Professorin Sherman. Nun ja, da sich der Bürgermeister momentan ziemlich unlogisch verhält, muss ich auf Eventualitäten vorbereitet sein. Mein Seismometer sagt mir, dass mit diesen Erdbeben irgendetwas nicht in Ordnung ist. Weißt du ja. Mit Erdbeben nicht in Ordnung. Ist doch eigentlich super, so ein Erdbeben. Unsere Mine befindet sich direkt an der Grenze einer Verwerfungslinie. Ein größeres Erdbeben und bye-bye, Mr. Mine. Mr. Mine oder Mine. Mr. Mine. Bye-bye, Mr. Mine. Professor, du bist ein schlauer Bot. Denkst du, diese Erdbeben könnten Bot gemacht sein? Ja. Du meinst, ob jemand diese Erdbeben künstlich erzeugt? Das könnte natürlich äußerst merkwürdige Epizentrum der letzten seismischen Aktivität erklären. Laut meinen Daten lag es direkt im Zentrum dieses verrückten Kults von Kleptomanen und Weltuntergangspanikern. Ah, den haben wir ja auch schon gesehen, ne? So ein, der sich dann irgendwie selber... Nee, der wurde irgendwie abgeschossen ganz am Anfang. Also ist das möglich? Nun, um diese Hypothese zu testen, musst du die windigen Ebenen durchqueren. Ja, da waren wir ja schon. Und auf der Sache im Tempel im Osten auf den Grund... Und der Sache im Tempel im Osten auf dem Grund und so weiter. Okay, also wir müssen da rüber. Aber... Da waren wir ja schon und da war es nicht schön. Da war es so windig. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwie hochkommen. Wahrscheinlich nicht. Ah, da kriegen wir bestimmt noch irgendwelche Doppelsprunggeschichten, oder? Können wir hier irgendwie hoch? Nee, auch nicht. Gut, nee, von dir wollen wir nichts. Hui! Bam! Ah, hier oben tut man sich nichts. Beziehungsweise schon, aber man wird gleich wieder aufgeladen. So, hier können wir runterhüpfen. So, jetzt ist aber vorbei. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen vorsichtiger machen. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Hahaha. Wir sind gleich wieder ein Level weiter. Sehr gut. So, hier runter. Bum, bum. Ah, noch ein Viech. Ah, Mist. Na, bleib da. Den nehmen wir mit. Die sind zwar nicht so viel wert, aber was wir haben, haben wir. So, hier waren wir schon. Sprich mit Fan. Okay. Oha, sieh dir nur mal diese Abschussstelle an. Was für eine Zerstörung. Hoffen wir einfach mal, dass die Professorin der Rakete in der Stadt einige richtige gute Verbesserungen verpasst hat. Wie zum Beispiel ein paar coole Laser und solche Sachen. Ja, genau. Der Fan will immer alles in die Luft sprengen. So. Ah, wobei, wir haben jetzt ja... Wir haben jetzt ja hier das... Nee, das. Ha! Okay, verstehe. Wir können uns jetzt praktisch hier irgendwo festhalten. Theoretisch zumindest. Das heißt, wir können hier rennen und dann... Nein! Ja. Haha, sehr gut. Genau, hier waren wir ja schon. Okay, ah, hier wird man auch weggepustet. Uiuiuiui. Puh, okay, wir sind erstmal wieder safe.
Der Wind wird immer schlimmer hier. Oh mein Gott. Also falls ihr euch fragt, ich sehe auch fast nichts. So, schnell hier hoch. Hier nochmal kurz einen Zwischenstopp. Und weiter. Nein! Ah, Mist. Fetzen sie ja fast schon wieder runtergehauen. Und auf der anderen Seite runter. Okay. Jetzt bestimmt gleich wieder ein Kaktus. Nee, nicht mal. Oh, der Wind wird wieder schwächer. Ja, sehr gut. Haha, wir haben es geschafft. Auch wenn ich mir ja fast sicher bin, dass wir auf dem Weg da wieder irgendwas verpasst haben. Da war bestimmt noch irgend... Ah, ja, sehr gut. Okay, durch den müssen wir schon wieder... Wisst ihr, hier... Ach, mir kann... Ja, doch, hier so in dem Gebiet. Da würde es mich nicht wundern, wenn da was ist. Ah, mit Y können wir durch nach El Machino zurück? Ach so, ja, wäre klar, weil wir bei der Röhre sind. Ui. Ja, hier ist ja auch schön. Können wir da irgendwie hoch? Nee, können wir auch nicht. Wir müssen hier rein. Hey, cool. Neues Gebiet. Tempel des Zerstörers. Und da würde es mich ja auch nicht wundern, wenn da... Das lädt ja eigentlich quasi... Na, ich wollte nicht zurück. Ah, Mist, ich will nicht zurück. Das lädt ja schon dazu ein, dass man hier irgendwie nach oben kommt. Schaut, da zum Beispiel... Nee, geht nicht. Ja, genau! Kultist! Oh, großer Zerstörer. Oh, ist das nicht... Ist das Rusty da hinten? Ein großer Rusty? Das Ende ist nah. Es muss einfach nah sein. Und ich glaube, der war unangenehmer. Der wurde dann von diesem anderen Roboter. Ja, Dorothy weiß gar nicht, was sie sagen soll. Ja, das ist eine Statue von Rusty. Vor der du dich da verneigst. Hm? Ja, der große Rusty ist der Zerstörer der Legende. Okay. Der große Prophet hat es vorhergesagt. Und er lügt nie und hat immer recht. Er hat die Ankunft des gesegneten Endes vorausgesehen. Ihr Typen findet wirklich überall Zeug, das ihr anbeten könnt, nicht wahr? Licht der Führung. Dieser Ungläubige hat dich aus dem Tempel der Führung entfernt. Ich werde ihr Getriebe dem reinigen Feuer übergeben. Nee, geh weg. Ah, au. Ja, und jetzt? Was soll denn das? Fan? Au. Au. So, weg mit dir. Ja, das war jetzt ja schon super. Da sind wir jetzt ja schon fast tot. Sind gerade hier rein. Aber hier gehen wir jetzt mal hoch. Und schon mal. Oh, da tropft's. Das ist nicht gut. Ah! Vor allem, ich habe nur noch ein Herz. Ich bin gleich tot. Bin mir sicher. Hier tropft's überall. Plopp. Das war auch schon knapp wahrscheinlich. Ist hier cool? Ja, hier ist auch irgendwie nicht so cool. Ah, das geht. Ah, lala. Sehr gut. Ein Rädchen. Geht's da lang? Oh, was ist das? Wer bist du? Guck, guck. Ah, hier ist ein Hebel. Ah, Moment. Benutzen. Und jetzt? Ist das cool? Die Luke bewegt sich nicht. Der Hebel ist vollkommen nutzlos. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Vielleicht muss ich ihn einfach nur irgendwie verstärken. Hä? Was heißt verstärken? Das hat nichts, ja. Irgendwas verstärken. Okay, da geht nichts. Da geht auch nichts. Können wir hier eigentlich... Gehen wir hier drauf? Nee, gehen wir nicht. Ja.
Ja, hier mit dem... Kann man hier irgendwas Cooles machen? Hier mit diesem Tropfen? Ah! Nein, das wollte ich nicht. Ah, Wasser ist bestimmt gleich wieder alle. Okay, das geht. Na gut, dann Moment. Dann machen wir das mal so. Solange wir noch ein bisschen Wasser haben. Jetzt schauen wir mal, was passiert da jetzt. Ach komm. Macht das Sinn? Ja, ich meine, mir soll es recht sein, aber irgendwie... Naja, gut. So, und jetzt Hebel. Ach, jetzt geht's da auf. Ich dachte, da unten der Roboter geht dann irgendwie weg. Ja, die Kultisten sind so, genau, durchgedreht. Ja, so ziemlich durchgedreht. Irgendwie vermisse ich es, sie alle abzuknallen. Gehen wir hinein und sehen nach, ob wir noch mehr finden. Ich würde gerne diesen Propheten von Ihnen in die Finger bekommen. Vielleicht weiß er, wo Rusty steckt. Ja. Und irgendwie konfrontiert er den Propheten. So. Ah, was jetzt? Nein, das ist nicht gut. Geh weg. Gott, wir haben ein Herz. Da werden wir ja nicht so weit kommen. Es fliegt bestimmt gleich das nächste Viech los, oder? Wobei sie ja schon lustig sind. Na, bumm. Stufeaufstieg. Ey, cool. Und wir haben wieder alle Herzen. Wusste ich gar nicht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist cool. Und das ist auch cool. Ah, und das ist nicht cool. Bam. Au. Da hat uns das eine Viech erwischt. Und dadurch, dass wir das andere getötet haben, haben wir das Herz, glaube ich, zurückbekommen. So, vielleicht nur eins. Ach, wir können ja nicht. Im Hüpfen können wir ja nicht. Bumm. Machen wir die vielleicht erstmal weg hier, die Viecher. Oh Gott, die muss man bestimmt. Oh Gott, sind da viele Ressourcen. Ja, aber wir kommen hier nicht wieder nicht ran. Weg mit dir. Ja, hier ist natürlich jetzt ein bisschen so eine Sache, ne? Mit diesem Skill, dass hier gleich mehr kaputt geht. Teilweise auch ein bisschen unangenehm. So, aber jetzt schauen wir nochmal. Ich würde gerne eigentlich lieber nochmal nach oben. Weil da ja schon auch noch ein bisschen was war. Zumindest hier war noch was und da auch. So, das liegt da unten ganz gut. Jetzt schauen wir noch, ob ich hier irgendwo rankomme. Ich glaube nicht. Oder können wir hier nochmal nach oben? Ja. Doch. Jetzt weiß ich noch nicht, wo das war. Gehen nochmal ein bisschen hier rüber. Hihi, haben wir gleich noch eins erwischt. Und das eine da oben, ach komm, das können wir eigentlich lassen. So, das nehmen wir mit. Und hier gehen wir nochmal rüber. Da müsst ihr ein bisschen jetzt was unten liegen. Juhu! So. Oh Gott. Und dich haben wir darüber. Au! Mist. So, da unten ist eine Röhre. Da ist eine Röhre. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall hin und uns die holen. Das ist cool. Wollen wir hier lang oder da drüben? Ach komm, hier kommt schon das erste Viech wieder. Bumm. Juhu. Juhu. Ja, dann halt nicht. Ach, Lampe ist schon wieder aus. Schon.
Na komm, euch lasse ich hier mal frei vielleicht. Dann ist hier wieder ein bisschen heller. Allerdings bringt uns das auch keine Punkte. Wobei, wir können... Ja, Moment. Haha, Moment. Wir können doch... Die Lampe ist wieder an. Wenn wir schon hier sind, geben wir auch gleich das Zeug ab. Ja, ich weiß, ist nicht so viel, aber ein bisschen was ist es. Na, jetzt habe ich es nicht gelesen. Naja, irgendwas mit einer Mine. So. Wir gehen da. Zugangsschacht. Ah, aber ich muss da jetzt schon irgendwie noch weiterspielen. Ich finde es gerade richtig cool. Das ist wieder ein Zahnrädchen. Hm. Und hier sind Viecher. Ist das nicht, können wir vielleicht damit... Können wir da was sprengen? Ja, aber nicht das, was wir brauchen. Ah. Nee, also das geht hier nicht kaputt. Das können wir noch wegmachen. Hm. Na. Ja, das ist jetzt unangenehm. Gibt es hier einen Stein, der ein wenig anders aussieht vielleicht? Auch nicht. Oder der hier? Doch. Ha! Dachte ich es mir doch. Und der hier. Tja, wollen wir da rein? Ja. So leicht mache ich es euch nicht. So. Wir gehen da wieder raus. Jetzt dachte ich schon, das ist hier das Rätsel, was man hier löst, aber das war nur so ein kleines Mini-Ding. Au, au, au. Bom, bom. So. Kügelchen. Sind das Regenbogenkügelchen? Kann das sein? Weiß man das? Oh, da ist schon wieder so ein Kultist. Hm. Jetzt können wir natürlich versuchen, das Viech rüber zu locken. Komm, das machen wir mal hier auf. Wollen wir das mal probieren? Ah! Was mit dir? Hüpft der runter? Ja, genau, geh du runter. Ich... Ich würde hier nämlich lieber noch ein bisschen Ressourcen sammeln, glaube ich. Komm mit. Darfst hier das Viech kaputt machen. Na, ein Stückchen noch. Ja, oder so. Komm. Ha! Ausgezeichnet. Au. Ah. Ein Level-Up wäre cool. Oh Gott, der schießt auch schon wieder. Und hier will ich ja eigentlich auch nochmal hoch. Ah! Mist! Nein! Hört auf! Mist! So, hier schnell nochmal hoch. So, weil das will ich ja schon noch haben hier. So, das war sehr gut. Und dann holen wir uns das. Allerdings sind wir auch gleich wieder tot. Befürchte ich. Wir haben noch ein blödes Herzchen. Und der Kultist ist unangenehm. Aber wir haben noch Wasser. Vielleicht können wir ihn ja... Komm, dreh du dich nochmal rum. Dann probier mal was aus. So. Bam. Sehr gut. So gefällt mir das. Dann gehen wir hier nochmal nach oben. Ja, und ich weiß, da ist schon wieder eine Höhle. Ah, ja. Dann gehen wir nochmal nach oben. So. Ich befürchte ja... Ah! Ah, no! Oh, oh nein! Ein paar deiner gesammelten Ressourcen. Ja, wenn es nur ein paar wären. Ich glaube, wir haben jede Menge verloren. Naja, was soll's. Dann seht ihr das auch mal, wie das ist. War natürlich Absicht. Nee, nicht wirklich. Ja, ein bisschen Kohle haben wir abgeliefert. Das ist ja nicht verkehrt. Jetzt schauen wir trotzdem mal kurz, ob wir uns irgendwas Nettes kaufen können. Eine Rüstung vielleicht? Das wäre jetzt vielleicht gar nicht so blöd. Um sie weiterwerfen zu können, das wäre auch nicht schlecht.
Beides geht aber nicht, oder? Nee, natürlich nicht. Komm, ich nehme jetzt mal hier noch ein Herz. Oh, und ein Mod gibt's natürlich. Reduziert deinen Fallschaden? Fügt jedem Schaden zu, der dich im Nahkampf verletzt. Ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Druckbomben fügen mir keinen Schaden zu, nehmen wir auch mit, wenn wir schon zwei Rädchen haben. Ja, dann machen wir das so. Ausgezeichnet. Unsere Tasche ist wieder leer, das heißt, wir können in der nächsten Folge direkt wieder hier runter und mal schauen, ups, nee, Oase, hier hin, wie es da mit den Kultisten weitergeht. Die sind ein bisschen heftiger, ja, vor allem schießen die ja permanent irgendwie in die eine Richtung dann, wenn sie einen gesehen haben und machen einem da den Boden weg und so weiter. Ein bisschen unangenehm, aber ja, witzig. Also mir gefällt's, ich find's gut. Ja, und ich finde es natürlich auch gut, dass ihr wieder eingeschaltet hattet. Und wenn ihr Spaß habt, tut dasselbe morgen. Also ich denke, dass morgen die nächste Folge wieder kommt. Ich muss mal schauen, vielleicht ist auch ein bisschen unregelmäßig, je nachdem, was noch so dazwischen kommt. Zwischendurch spielen wir ja auch Minecraft ein bisschen und ein, zwei andere Sachen. Aber ja, ich bleibe da auf jeden Fall dran. Und ja, freue mich auch selber schon auf den nächsten Part. Gibt es bestimmt wieder einiges zu entdecken. Und mit der Story kommen wir ja auch so langsam wieder weiter. Okay, in diesem Sinne, macht's gut, haut rein. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann und Servus.